Herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Du bist hier auf dem Kanal Gabriele von Wollaholica gelandet und wir stricken heute zusammen den nächsten Part vom Aurelia-Tuch. Wie du siehst, habe ich schon etwas vorbereitet. Ein kleines bisschen Werbung vorab, denn dies ist eine Dauerwerbesendung. Wollaholica ist eine Handfärberei aus Bremerhaven. Und das Aurelia-Tuch ist unser eigenes Design. Solltest du dich schon die ganze Zeit fragen, warum das Tuch Aurelia heißt, das ist ganz einfach zu beantworten. Aurelia, so heißt unsere älteste Enkeltochter. Entschuldigung. So, hier ist das Flechtmuster vom letzten Mal. Ich hatte ja ein Ausweichmuster gezeigt. Und der nächste Part sind nochmal 5 Graus Rechtsrippen, so wie immer. Und dann kommt das Quadrat, der Mustersatz Quadrat im Quadrat. Ich halte dir einmal ein Foto von meinen beiden Aurelia-Tüchern in die Kamera. Das sind die beiden Probetücher. Und das ist quasi der Mustersatz Quadrat im Quadrat. Du strickst nach den Kraus rechts Rippen mit deiner nächsten Farbe, die du verwenden möchtest, wieder eine Reihe rechts. Das ist die Vorbereitungsreihe. Dann beginnt quasi der Mustersatz. Das bedeutet, du strickst bei diesem Mustersatz eine Randmasche, strickst 2 Maschen zusammen, die vorletzte Reihe verdoppelst du und dann kommt die Randmasche. Jetzt beginne ich mit dir. Ah ja, ich halte einmal Quadrat in die Kamera. Dann beginnst du, so wie ich jetzt, mit dem ersten Mustersatz. So, hoppla, Entschuldigung, das hätte ich vorher ein wenig entwirren sollen. So kommt also die Randmasche und dann strickst du, wie im Mustersatz angegeben, 9 Maschen rechts, 9 Maschen links bis zum Ende der Reihe. Ich muss jetzt einmal schauen, ich bin ja schon ein Stückchen weiter. 6. Ich habe ja den ersten Mustersatz schon gestrickt, deshalb stricke ich hier nur 6 Maschen rechts, dann bin ich wieder im Muster. Und jetzt kommen die 9 Maschen links. Nicht so hübsch, dieses Geräusch da von der Stricknadel. Wie du siehst, ich habe versucht, meine Fingernägel nach dieser Me halt Fehler. Ich habe versucht, meine Fingernägel etwas aufzuhübschen, weil ich ja, wenn du das Video siehst oder wenn es direkt nach dem Veröffentlichen bin ich unterwegs auf das Wollfest Wollsymphonie nach Neuenburg am Rhein im Dreiländereck. So, das wären jetzt 9 Maschen rechts und dann kommen wieder 9 Maschen links. Ich halte jetzt einmal an, weil du musst mir ja nicht beim Stricken zugucken.